Klimawandel ist momentan im Bewusstsein der deutschen Wähler das wichtigste Thema überhaupt. Gleichzeitig sprechen wir über die Abschaltung von Atomkraft bis Ende des kommenden Jahres, aber ebenfalls gleichzeitig über die Fertigstellung der Nord Stream 2 Pipeline und also einer neuen fossilen Energiequelle, die wir in Deutschland installieren wollen. Wenn also der Klimawandel Priorität Nummer 1 sein soll, dann können das jedenfalls keine Entscheidungen und Konsequenzen sein, die diesem Ziel irgendwie dienen. Priorität Nummer 1 ist das Klima, aber wir schalten Atomkraft ab und installieren neue fossile Energiequellen. Und die Kohle lassen wir noch ein bisschen weiter brennen, länger als die Atomkraft. Auch das kann mit dem Prioritätsziel Nummer 1, also mit der Kernkraft, irgendwie nicht übereinstimmen.